Apple heizt die Gerüchte um das iPhone 7 an. Was es Neues gibt, das erfahrt ihr jetzt. Apple hat sich ein Patent namens Sensor-Based Display Environment sichern lassen, das die Bedienung einer 3D-Benutzeroberfläche beschreibt. Das iPhone 7 könnte also eine dreidimensionale Benutzeroberfläche bekommen und sich bequem per Geste steuern lassen, so dass keine Berührung des Displays mehr notwendig wäre. Hierfür sollen die Lage- und Entfernungssensoren des Geräts eingesetzt werden. Die Technik dahinter soll der 3D-Hersteller PrimeSense liefern. Apple hat sich schon 2009 ein Patent zur Gestensteuerung sichern lassen und aktuelle iOS-Geräte lassen sich auch bereits schon per Kopfbewegung steuern. Hierfür muss man in den Bedienelementen die Schaltsteuerung anwählen. Allerdings ist das im Moment noch nicht besonders elegant gelöst und richtet sich eher an User mit körperlichem Handicap. Es scheint, als ob Apple zerbrochenen und zerkratzten Displays in Zukunft den Kampf ansagen möchte. Anlass für diese Spekulationen ist ein Patent, das sich Apple für Displays hat sichern lassen, und zwar für den Einsatz von Saphirglas. Saphirglas ist extrem robust und soll sogar Messerstiche aushalten. In der Apple Watch ist bereits Saphirglas verbaut und auch beim iPhone 6 hätte es zum Einsatz kommen sollen. Angeblich hat es aber Probleme bei der Verbindung zwischen Gehäuse und Display gegeben, weshalb dann doch kurzfristig auf den Einsatz von Saphirglas verzichtet wurde. Beim iPhone 7 soll nun eine direkte Verbindung zwischen Display und Gehäuse bestehen, die quasi lückenlos ist, und dadurch soll auch eine größere Tiefe ermöglicht werden.